Tak ono možná. Ob wir mit dem Medi damals nur 1-0 verloren, zufrieden oder doch enttäuscht? Sicherlich enttäuscht. Jeder Fußballer ist enttäuscht, wenn er verliert und vor allem nicht weiterkommt. Aber das müssen wir jetzt abpacken und akzeptieren, so wie es ist. Für Sie war es ein ähnliches Spiel wie im Hinspiel. Viel geschafft, aber nichts erreicht. Nein, das Mal habe ich einen Torschuss gehabt, aber leider ist sie völlig daneben gegangen. Aber das muss ich akzeptieren und jetzt versuche ich halt mein Bestes in der Meisterschaft und in der restlichen Europa League spielen. Wie hat sich das angefühlt? Wie ist der Klassenunterschied bemerkbar für Sie? Die Frage kann ich Ihnen stellen, wo das Spiel von außen zugeschaut hat. Aber auf dem Platz? Ja, auf dem Platz hat man sicherlich gespürt, dass der Rhythmus um einiges höher ist und dass alles schneller geht. Das hat man auch von außen gesehen. Jetzt die große Traum ist vorbei. Ja, das kann man so sagen. Mein grosser Traum war, dass wir uns qualifizieren. Wir haben das nicht erreicht und jetzt schauen wir weiter. Nach 7 Minuten hat sich Zürich sicher Spiel gegangen. Hat das frühe Goal verhindern wollen? Wie haben Sie euch gefühlt, nachdem es nach 7 Minuten schon wieder eingeschlagen hat? Im ersten Moment war sicher ein leerer Tag, wenn wir gerade 1-0 überkommen und im Hintergedanken muss denken, dass wir 4 schiessen müssen, um weiterzukommen. Aber wir haben den Kopf nicht hängen lassen, wir haben weitergekämpft, wir haben den Zuschauer, die da angekommen sind und ihre Spiele gezahlt haben, etwas wollen bieten. Und das ist uns, denke ich, gelungen. Wir haben gesehen, es ist eine bessere Partie als das Spiel, das der FC Zürich gezeigt hat. Wie groß ist die Enttäuschung, dass es nicht zum Rekordverhalten von heimischem Publikum gelangt hat? Das ist ja so. Wir haben noch gesagt in der Pause, dass wir uns gut verabschieden wollen von der Champions League. Und das ist uns gelungen, aber schade wegen dem Goal. Natürlich haben wir ein Goal schiessen. Das habe ich auf dem Fuß gehabt. Leider ist sie nicht rein, aber jetzt müssen wir halt weiter schauen. Könnt ihr etwas mitnehmen von dem Abenteuer jetzt in Sachen Meisterschaft, wo wir ja auch noch ein Nachholpotenzial haben? Ja, das ist ja so. Ich denke, wir müssen weiter arbeiten und mehr machen als vorher. Und dann kommt das gut, weil wir gehören in der Schweiz zu den besseren Mannschaften. Und jetzt müssen wir halt 3 Punkte geben holen und in der Meisterschaft unsere Punkte holen. Danke, Tobi.